Ohne Kokon, ohne Auflösung, kein Schmetterling. Willst du die Phase verpassen? Und das ist, es gibt was, wo, wenn du auch darüber erzählst, wo dieses so, wo dieser Aspekt von Wut mir so wichtig ist oder auch der Aspekt von Macht, weil ich glaube, letzten Endes diskutieren wir nicht über Frauen und Sichtbarkeit, sondern wir diskutieren über Frauen und Selbstermächtigung ohne Erlaubnis von außen. Sobald wir handeln, als hätten wir die Erlaubnis von außen bekommen und wir haben die erste Nicht-Erlaubnis von außen, Schrägstrich die Kritik bekommen und wir sind trotzdem weitergegangen, sind wir ja durch dieses ganze Schreckgespenst durch. Mhm. Weil in dem Moment hört diese Zwangsverlinkung von Welt schreit nicht Hurra, also bin ich falsch, die wir aus unserer Kindheit und Kultur mitbringen, hört in dem Moment auf. Yeah. Oder sie funktioniert in dem Moment und wir ziehen uns mit verbrannten Flossen zurück. Und ich glaube, Frauen und Sichtbarkeit ist eine Frage von Frauen in der Macht. Und das hilft mir, wenn ich sichtbar bin mit meiner Wahrheit oder mit meinem nächsten Versuch, meiner Wahrheit näher zu kommen. Und morgen stellt sich raus, es war gar nicht die Wahrheit. Mhm. Ja, aber was für ein todesmutiges Projekt. Lieber einen neuen Fehler in Kauf zu nehmen, als eine alte Wahrheit zu unterschauen, die mein Leben in Ketten gelegt hätte. Mhm. Und da gibt es was, wo ich mit meiner Wahrheit rausgehe, und ich schockiere und brüskiere andere. Mhm. Und ich kriege einen Haufen Shitstorms und Blames und Judgments und wer weiß was ab. Da habe ich Macht. Da ist was passiert. Mhm. Da bin ich doch einmal in diesem kleinen, jämmerlichen Frauenleben aufgestampft in einer Weise, dass der gesamte Dschungel aufgezuckt ist. Mhm. Beachtung habe ich. Mhm. Macht habe ich. Das heißt, vor der Sichtbarkeit, in dem Raum, wo wir sagten, wow, ich dachte, ihr werft Geld und feiert mich und ich bin 10 Jahre jünger und 10 Kilo leicht was. Nein, Schätzchen, all das wird nicht durch Öffentlichkeit passieren. Das ist auch gar nicht der Job der Außenwelt, dass du dir genügst, wie du glaubst, dir genügen zu müssen. Du bist längst über genug. Du bist über genug an Macht, an Freiheit, an Bedingungslosigkeit, in dem Sichtbarkeit verdient und nicht verdient zu haben. Und dieser Thrill an Macht, und an, in dem Sinn von Selbstermächtigung, nicht andere zu toppen, sondern Selbstermächtigung von, das Internet ist auch, so, auch meins. Yeah. Du machst deine Fehler und deine Marketingstrategien auf deiner Facebook-Seite, go for it. Du machst es anders. Hier ist mein Space. Mhm. Und das ist so geil. Brené Brown hatte einen brillanten 60-Minuten Facebook-Live-Talk auf ihrer Facebook-Seite. Und sie sagte, so sehr danke dafür, dass du da bist. Du kannst alles kommentieren. Ich liebe es, mit den Fragen, mit den Rückmeldungen, auch mit den Kritikpunkten, die du hast, hier umzugehen und in den Dialog zu gehen. Solltest du ihr Hate Speech anwenden oder nichts Besseres zu tun haben, als meine Facebook-Seite voll zu scheißen, dann werde ich diesen Kommentar löschen. Warum? Weil ich das kann, denn das hier ist mein Space. Das ist so geil, dass eine Frau sich hinsetzt und sagt, hier bin ich. Und wenn du Dialog mit mir möchtest, dann passiert das im Rahmen deiner Grenzen und im Rahmen meiner Grenzen. Und du bist nicht eingeladen, meine Grenzen nicht zu beachten. Thank you so much, weil ich das kann. Das ist so brillant von einer Frau, die so viel rausgibt im Sinne von wirklicher Massenregulation. Und ein weiterer Punkt, der, wir reden nie darüber, weil wir unsere Lebenszeit an alles Mögliche vergeuden, aber sagen wir mal, ich kriege eine schockierende Negativreaktion von außen für etwas, wo ich so sehr gebraucht hätte, dass man mich endlich mal feiert und hört und liebt. Und da bin ich jetzt mindestens 5 Minuten in Schockstarre. Dann sind das immer noch 5 Minuten meiner Lebenszeit. Und da kann es diesen Biss geben von, und wenn es die letzten 5 Minuten meines Lebens wäre, ich gebe sie nicht her. Ich werde nicht nochmal 5 Minuten verpassen von dieser verfluchten Existenz, in der ich gefangen bin. Dann werde ich die aber auskosten. Und das braucht, wie du sagst, tiefes Atmen. Das braucht körperliche Bewegung. Das braucht ein Basis-Ja dazu, nicht gegen die entsetzlichen Umstände zu kämpfen und auch dagegen, dass die entsetzlich sind. Aber wenigstens diesen Unfrieden und wenigstens dieses, ich hasse das Leben. Verpass es nicht. Denn am Ende verpasst du 5 weitere kostbare Minuten deines Lebens. Und die sind danach weg. Egal, wie du sie verbringst. Also auch da gibt es so ein Biss von dranbleiben, einfach weil es geht hier um Lebenszeit. Ja. Ja, und vor allem hasse das Leben und aber auch mach halt
zu nach außen und baue wirklich da drin das, was du willst. Ja. Da ist schon eine, finde ich, eine, also diese Visionärin findet da drin ihren Platz. So. Ja. Es ist ein bisschen wie die Divisionen kommen von den Outlaws. Und wir landen nicht freiwillig im Outcast. Mhm. Also, wir wollen dahin, weil wir sagen, es ist besser, alleine in Freiheit zu sterben, als gefangen mit dem Rest der Herde. Aber natürlich gehen wir nicht freiwillig diesen Weg, weil es unserer Biologie nicht entspricht, alleine den Weg in die ungewisse Wüste zu suchen, weg von der sicheren Herde. Aber das ist halt der Punkt. Wir Menschen müssen halt sagen, sicher. Tiere sagen, die Herde ist sicher, warum sollte ich gehen? Ich bin frei hier, in der Bindung. Und Menschen sind tief traumatisiert, Liebe oder Freiheit. Nicht ein und dasselbe. Dass wir so sehr für die Liebe die echte Freiheit geopfert haben, dass wir irgendwann einfach so hungrig sind, dass wir sagen, ich sterbe lieber falsch rum, als hier drin. Und dieses falsch rum dann gebiert im Outlaw, im Outcast. Die innere Kraft. Ja. Der die Herde sicher oder unsicher nie was tun konnte. Mhm. Und im Endeffekt ist es aber auch wirklich wie sicher zu sein, dem gegenüber nicht mehr käuflich zu sein, wenn die Herde dich feiert. Denn das ist das, sobald man ein bisschen Liebe kriegt, sagt man, wow, du findest es toll, dass ich auch mal zu viel bin? Oh, das ist so cool. Boah, ja, super, dann bin ich jetzt ein bisschen zu viel. Immer Samstag zwischen 5 und 7. Und genau, anstatt zu sagen, das wird dich Todesängste kosten. Das ist nicht ein bisschen zu viel, das ist wirklich over the top. Okay, we will see. Also wie durch die größere Liebe gierig zu werden nach der absoluten Liebe. Das ist wie ein Geschenk aus den Händen reißen und zerstören, aber es ist eigentlich das Geschenk nehmen. Mhm. Die ganze Freiheit wollen, die ganze Liebe. Toll. Ja, ist wie so den Faden, den man immer wieder finden kann, darf, muss. Ja, dann vor allem, die man immer wieder verlieren darf. Genau, genau. Ja, und das sind dann diese Dinger, die wehtun und die machen dann mehr, dass ich wieder dahin muss und will. Also merke, Sicherheit ist nicht im Außen, nicht in, oh, wie toll, dass du zu viel bist und dass du so groß bist und dass du... Ja. Andersherum gefragt, wo ist denn dann das wirkliche Genießen mit dem oder der anderen oder mit der Öffentlichkeit von der Energie, die da durch einen durchfließt? Wie vielleicht aus tantrischer Sicht oder deiner Sicht, wo gibt es das im Zusammen? Gibt es das im Kontakt? Ist interessant, weil das glaube ich, womit wir uns beschäftigen, ist ja die Ebene der Verwirrung im Sinne von, wie du sagst, da knallen wir rein. Wir müssen Expertinnen werden für den Rückweg finden aus der Verwirrung wieder und wieder und wieder, denn wir werden wieder und wieder und wieder da reinknallen. Und der Basis-Glaubenssatz, der nicht stimmt, ist, ich will geliebt werden. Hm. Und das stimmt nicht. Das, was wir uns erhoffen als inneren Zustand von dem, jetzt werde ich endlich geliebt, ist in Wahrheit der Zustand, ich darf lieben und mit meiner Liebe genommen werden und reichen und erreichen und sozusagen heilen. Weil ich glaube, Liebe, die wirklich erreicht, heilt. Das ist ihre Essenz, das ist ihr Effekt. Ja. Und in dem Sinne, möchte jemand weltberühmt werden, weil sie oder er weiß, ich umspanne, berühre, heile die ganze Welt. Wenn ich mich innen nicht mehr unterschätze, missverstehe, zurückhalte und für falsch halte. Ja. Also ist das wirkliche Genießen von Öffentlichkeit, das angstbefreite Zulassen dessen, von anderen geliebt zu werden, was nur dadurch wirklich angstbefreit werden kann, wirklich absolut angstbefreit und gleichzeitig absolut, weißt du, ich liebe dich. Und du sagst, Ilan, das hatten wir ja schon, ja okay, aber ich wollte dir ein Kompliment machen. Da werde ich nie das Gefühl haben, sie nimmt mich wirklich mit dem, was von mir zu ihr fließt. Das heißt, es gibt etwas, wo alleine dein Nicht-Widerstand, deine Nicht-Blockade gegen geliebt werden, den Zirkel so rund macht, dass meine Liebe sich gesehen fühlt, dich weder braucht noch nicht braucht als Adresse dafür.
Und in der Weise kann ich maßlos geliebt zu werden von maßlos vielen Menschen, von allen auf einmal, als einen Zirkel durch mich durchlaufen lassen, aber eben wirklich als einen Zirkel. Denn ich glaube, wer wirklich liebt, fällt durch dieses Radiation von dieser Frequenz auch automatisch in die wirkliche Selbstliebe, was dann schon mal ein ganz schöner Job ist. Dann bin ich nicht damit busy, Cecilia zu lieben, sondern ich bin damit busy, naja, in dem Moment, in dem ich sie wirklich lieben will, muss ich den Job ganz machen und mich lieben. Ist es mir das wert? Und dieses wirklich angstbefreit sich von der Öffentlichkeit lieben lassen, funktioniert nur, wenn ich gegründet bin, indem ich darf lieben, 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 ich darf geben, geben, geben. Und es ist das Gegenteil von Ausbluten, es nährt mich. Mhm. Und das ist tragisch, dass wir Frauen, wir sind so traumatisiert von dem Geben, Geben, Geben und so ausgebrannt. Gleichzeitig, wir versuchen das nicht nur deshalb permanent zu geben, 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 weil wir Idiotinnen sind, sondern weil wir wissen, darin wartet unsere essentielle Wahrheit auf uns. Also auf alle Menschen. Männer wollen auch wie verrückt, alle Geschlechter wollen wie verrückt geben, geben, geben. Wir sind ausstrahlende Energiebomben. Ja. Dummerweise können wir das nicht mehr wahrnehmen, weil wir davon so und so viel Prozent abgeschaltet haben. Aber das können wir wieder anschalten. Und das ist dieses, ich kann in dem Moment angstbefreit Wellen der Liebe der Außenwelt zulassen, indem ich weiß, der tragendere Strom in dem Sinne von relevant sein für meine Innenwelt ist, dass ich liebe. Und für dieses Lieben werde ich nicht mit das dicke Ende kommt schon noch bestraft. Der wirkliche Punkt, an dem wir in die Panik rutschen können, ist, wir lieben und alles geht gut. Keiner bestraft uns. Wieder und wieder und wieder. Also das heißt, jede Freiheit, jedes Go and fuck yourself, jeder Weg in die Freiheit, jede Wut, jede Angst Richtung Freiheit, ist am Ende die Freiheit zu lieben. Und in dem Sinne sind Freiheit und Liebe eins. Und in dem Sinne gibt es keinen oberflächlichen Weg. Ich kann den Weg in die Befreiung, in die tantrische Erleuchtung, in was auch immer, auf Instagram gehen. Es gibt kein Tief, aber es gibt Dinge, die wir nutzen als Tief. Und es gibt Dinge, bei denen wir uns durchgehen lassen, sie für oberflächlich zu halten. Es gibt kein oberflächliches Plastik. Mhm. Es gibt kein Trash an deinem Finger. Mhm. Und letzten Endes ist es, glaube ich, wirklich ein Aushalten dessen, nonstop okay zu sein. Und wenn ich das in mir nicht tolerieren kann, dann kann ich niemanden lieben. Ja. Ich brauche dann die Feinde oder ich brauche die Traumpartner, bei denen ich absolut auf Pause drücke, um sie so richtig schön zu hassen. Mhm. Und natürlich ist das Terror. Ja. Die Sichtbarkeit, die Frauen, die Öffentlichkeit. Woo! Guck mal, voll das Dream Team. Hier. Ja, also meine Frage wäre, wie ist das jetzt gerade? Weil es ist ein total, also für mich fühlt es sich total schön an, diesen Gedanken zu folgen, die zu spüren und zu merken. Ja. Und darin haben wir jetzt keinen Shitstorm erleben gegeneinander, sondern wir schmelzen in diesen, in das, was ich auch als Wahrheit erleben kann, jetzt gerade. Und darin muss man sich dann ausruhen lassen. Darf man sich. Ja, ich liebe ja so dieses Bild vom Wasserweg und auch jetzt, wo wir über Frauen und Sichtbarkeit und Öffentlichkeit reden, dieses Ying-Vertrauen von das kommt von allen Seiten. Der Ozean wird dich schon waschen, Tigerbaby. Du musst einfach nur ins Wasser tapsen, nicht versuchen, den ganzen Ozean beim ersten Mal gleich durchzuschwimmen und sich auch schütteln und zurück an den Strand tragen lassen. Du musst aufpassen, dass die Nasenlöcher über Wasser bleiben. Der Ozean wird dich schon waschen. Wo ist denn der Ozean? Vorne oder hinten oder oben oder unten? Du, der ist überall, weil du da rumpurzelst in diesen Wellen. Das heißt, es ist nicht, ich muss dem jetzt zuhören und dann muss ich es behalten, weil sonst ist es weg. Wenn es sich nicht in dir findet, wenn es dich nicht von innen findet oder berührt,
dann stimmt es auch nicht für dich. Mhm. Der Ozean ist auch nicht geizig mit verschiedenen Wahrheiten. Mhm. Und das ist so, es ist voll ungerecht, aber jetzt unter Frauen kann ich das vielleicht sagen. Es gibt diese Analogie, was ist Yin und was ist Yang? Naja, Yin ist der Ozean und Yang ist das Boot. Das Boot ist auch wichtig, wenn du vorankommen willst, aber Yin ist der Ozean. So ein bisschen wie so, nochmal kurz so zum Größenvergleich, wo ich so, wow, okay, es gibt hoffentlich und es gibt andere Analogien und es gibt auch Yin ist Yang und Yang ist Yin. Aber trotzdem ist dieses, das ist wahr, wie hat sie es gesagt, welche Minute war das, aufschreiben, merken, nächstes Mal wie ein Mantra, nein, das ist schon wieder das Boot. Yeah. Und da Yang ja Yin ist, kipp raus aus dem Boot. Yeah. Yin macht das schon. Und Yin hat auch Boote unterwegs. Die findest du schon. Prustest du woanders, strampelst, ruhst dich ein bisschen aus, kommst du woanders an. Und dann fällst du wieder ins Wasser, weil die Wellen so hoch waren. Da gibt es dieses, wir sind verängstigt in Bezug auf das, werden wir es schaffen, uns an die Wahrheit zu halten, solange wir in einem verängstigten Setting unterwegs sind. Mhm. Aber wenn es um Wahrheit geht, die wirklich etwas Haltbares sein soll, dann muss sie klug genug sein, dich durch deine Widerstände durch nach und nach zu finden. Und das ist das Leben. Das Leben ist das. Mhm. Es weiß ganz genau, dass es das tut, was es da tut. Aber weißt du, was es dafür tut, um effektiv zu arbeiten? Es triggert dich jeden Tag. Und das müssen wir halt erlauben. Statt zu sagen, scheiß Trigger, müssen wir sagen, großartig, an diesem Tag ging so viel schief, dass ich endgültig nichts mehr zu verlieren habe. Und es kann sein, dass man sagt, über wen redest du? Ich sitze hier auf meiner Couch und es geht mir gut. Aber weißt du was? Dir geht es gut. Herzlichen Glückwunsch. Aber deiner Gattung nicht. Es gibt Statistiken von Klimaforschern, die es zu Wissenschaft machen. Wie viele Jahre wir noch haben, bevor irreversibel dieser Planet sich selber verbrennt. Mhm. Weil, Stichwort Wasserweg, die Wasserkriege ausbrechen. Und das Feuer gemacht hat, dass das Wasser verdampft ist. Keine Regenwälder, keine sauberen Ozeane. Kein trinkbares Trinkwasser. Also das heißt, auf irgendeiner Ebene sind wir alle getriggert. Die Frage ist nur, spüren wir hin oder nicht? Und ja, das Hinspüren, ob jetzt im Kleinen mit dem Shitstorm oder im Großen mit der globalen Situation oder mit was auch immer. Das Hinspüren im ersten Moment ist nicht, ich habe Pleasure vergessen zu spüren. Das Hinspüren ist... Be prepared. Das ist die Angst. Mhm. Aber du wirst nie erleben, dass du größer bist als dein eigener Tod, wenn du nicht mit jeder noch so kleinen Katastrophe übst. Und jede noch so kleine Katastrophe, das ist halt der Trigger. Mhm. Dein Kind schreit, du bist getriggert. Finde es beschissen, dass dein Kind schreit. Warum? Weil das der Energie entspricht. Und Yin ist der Weg der Energie. Wasserweg ist der Weg der Energie. Ja. Wir halten es für kraftvoll, uns in diesem Yang-Weg aufzuhalten. Das ist der schwächliche Weg. Lass uns da durchrudern. Und man denkt, ja, da vorne ist ein Sturm. Viel Spaß beim Rudern, Jungs. Ich rede jetzt nicht von Männern und Frauen, sondern einfach von dieser Anmaßung. Wir könnten da mal eben durch den Marianengraben paddeln. Das können wir nicht.